Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Risen 3 Titanlords. Wir befinden uns hier immer noch in der Zitadelle der Dämonenjäger. Haben jetzt hier schon mit ein paar Leuten gesprochen, die uns ein paar Aufträge schon gegeben haben, um halt ein bisschen Unterstützungsarbeit zu leisten. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier so ein bisschen noch weitere NPCs zu suchen und natürlich auch ein bisschen was zu klauen. Und es ist zufälligerweise schon gerade Nacht jetzt. Trifft hier schon mal ganz gut, deswegen können wir ein bisschen was ausräumen hier, hoffe ich. Behalte deine Finger bei dir, klar. Ja, mache ich. Kein Problem. Ich bin... Raus hier! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, ist doch gut. Beruhig dich. Leg dich wieder hin, schlaf weiter. Ich bin auch extra leise. Oh, eine Truhe. Ah, die krieg ich sogar auf. Ja, so richtig logisch scheint mir das noch nicht zu sein mit den Schlösser öffnen, denn irgendwie, tja, ich weiß nicht, ist immer das Gleiche. Ich fange rechts an und gehe dann langsam links rüber in der Hoffnung, dass dann irgendwann alle oben bleiben. Kriegen wir bestimmt ein bisschen Gold, das Zeug hier. Haben wir hier noch? Oh, ein Goldsack. Aus wie so ein kleiner Opferaltar. Wer weiß, wofür der da war. So, also mit der Kiste muss ich mir noch merken, dass hier eine ist. 70 Punkte ist natürlich schon eine ganze Menge. Dauert also noch eine ganze Weile, bis ich aufkriege, denn ich habe jetzt, glaube ich, erstmal gerade 50. Ich weiß nicht, solange der du schon. Hier bist, lässt du deine Finger schön bei dir. Ja, ist in Ordnung. Komm wieder runter. Was haben wir hier noch? Höllenhund beschwören. Ui, das klingt ja richtig geil. Hier schönes. Hallo. Ja, gehe. Ich sage es nicht, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ich glaube, Burke hat mich ja gesehen. Muss ja wahrscheinlich mal zusehen, dass er irgendwie hier geheilt wird. Damit er sich ja vielleicht mal verpisst. Na gut. Wir gehen erstmal wieder runter, wollte ich gerade sagen. Wir können mal hochgehen. Schauen, was da so ist. Hier ist auf alle Fälle eine schöne Aussicht. Wenn man hier oben rüberspringen kann. Ja, vielleicht ist... Hallo. Ja, aber ich denke mal nicht, dass es so gewollt ist, dass man hier rüberspringt, irgendwie über so eine Brüstung. Wobei, man weiß es ja nicht, ne? Also kann ja durchaus sein, dass hier vielleicht so als kleines Gimmick irgendwas ist, dass man hier was einsammeln kann. Oh, jetzt bin ich schon versehentlich und über die Brüstung gelaufen. Das hier. Ist hier irgendwas? Nö, ist nicht los.
Oh je, das ist ja echt ein Problem mit der Framerate hier. Aber liegt auf jeden Fall ein bisschen Gerümpel auf dem Dach, das können wir ja schon mal mitnehmen. Und hier scheint ja auch keiner irgendwie sich dran zu stören, denn hier ist halt keiner, der es sehen könnte. Von daher bietet sich das natürlich an. So, ich glaube, hier bin ich falsch. Denn offensichtlich komme ich ja nicht runter. Alles klar. Gut, nehmen wir den anderen Aufgang wieder. Und schleichen wieder runter. Oh, hier ist aber ein cooles Schiff da unten. Ist aber nicht meins. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass es jetzt wirklich ein bisschen textlastiger ist, hier die Folgen gerade aktuell in der Zitadelle der Dämonenjäger. Aber es lässt sich halt nicht vermeiden, denn ich muss halt natürlich mit den Charakteren reden, um halt überhaupt erstmal was über die Story zu erfahren und natürlich auch, um Quests zu erhalten. Das geht halt nicht ohne. Ja, also von daher müssen wir da jetzt leider durch. Wo ist denn? Ah, hier ist der Schmied, alles klar. Jetzt auch eine Truhe. 80. Oh mein Gott, ey. Also wie soll ich die denn aufkriegen? Ich kann ja nichts mitnehmen. Ohne, dass er mich wahrscheinlich dann umhaut. Oh, da drüben war ich schon. Dann gehen wir mal hier rein. Hallo, Connor. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ich speichere mal ab hier. Ja, ist generell, glaube ich, keine schlechte Idee, mal vorher zu speichern, denn ja, man kann ja relativ schnell erwischt werden. Und dann geht's schnell. Kannst aufhören zu schleichen. Klau hier bloß nichts. Ich habe hier nichts getan. Ich bin die unschuldige Person. Wer schnarcht denn die ganze Zeit, ey? Magier schafften es, einen Strahl der Sonne in einen Kristall zu binden. Was für eine magische Glanzleistung. Heute liegt das gute Stück noch immer im Magierturm auf Taranis. Ein Wink mit dem Gartenzaun. Nichts wie weg. So, wen haben wir denn hier noch? Oder was haben wir denn hier noch? Eldrick. Ja, mit dem sollte ich doch sprechen. Das kann ich aber gleich machen. Ich mal gucke hier noch so in die Ecke. Haben wir hier? Irgendein Goldzack oder sowas. Messer, die stecken hier drin. Wahrscheinlich darf ich auch wieder nicht mitnehmen. Wobei die aber eigentlich hier so frei rumliegen. Aber na gut, wir sprechen so mit Eldrick. Harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Ja, die hat ja auch eine zarte Stimme. Starker Spruch. Tja, ich wünschte, es wäre nur eine leere Phrase. Doch leider ist es unser Los. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavastroms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Ja, jetzt hör mal auf hier rumzuheulen. Sonst geht es ja gleich in die Hose. Mein Sohn Weichflöter. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Machen wir es kurz. In einer Totenkopfhöhle an der Krabbenküste kam ich einem Kristallportal zu nahe.
Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Was kannst du mir über Burg erzählen? Das ist doch... Warte mal. Einer unserer Neuzugänge, richtig? Also? Nun... Egal mit welchen Problemen er sich gerade rumschlägt, wende dich an Drake. Meine Zeit ist begrenzt und ich kann mich um derlei Angelegenheiten nicht kümmern. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Na, wer das sich richtig überlegt hat, das werden wir sicherlich noch sehen. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht. Soll es das letzte Mal aufgetaucht sein? Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Das ist ja schon mal eine interessante Information, denn... Bones hatte ja zu uns gesagt, so schwarze Herzen in so einer von Schattenlords würden mir helfen, um mich zu heilen. Ja, aber wahrscheinlich ist da nicht so einfach ranzukommen.
Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen. Wenn Kalador fällt, die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Okay, dann muss ich also schon mal die verlorenen Krieger wieder einsammeln. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbilst. Komm mit, ich zeige es dir. Na, klasse. Und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Ich sehe überhaupt nichts hier. Was soll denn das? Und jetzt du. Ich werd's versuchen. Ich wusste gar nicht, dass ich mal liebegabt bin. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Tja, ich weiß ja gerade mal, wo eins ist, und das ist auf der Krabbeninsel. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Alles. Alles auf einmal. So, was haben wir denn hier? Tränke brauen lernen. Stellt magische Tränke aus den richtigen Ingredienzien her. Okay, Alchemie. Pulver, Salben und Elixiere für alle Lebenslagen. Bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert... was? Moment. Dein Talentwert Alchemie steigert sich um 10 pro Stufe. Ja. Wo ist der Unterschied zu dem hier? Also gut, Pulver und Salben, das gibt es natürlich bei Tränkebrauen nicht, aber Elixiere sind ja auch mehr oder weniger Tränke. Riecht Freimeister. Oh, 4000 Gold und 100 Geist brauche ich dafür. Na, das wird wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Macht er denn? Verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Ui, das ist ja richtig fett, aber 100 Geist, das ist ja, ja. Da werde ich dann nie im Leben rankommen. Denn so viel Magie wollte ich eigentlich nicht lernen. Dann gehen wir noch ganz kurz zu Drake. Der hier irgendwo schläft.
Ich meine, ich würde ja irgendwie... Oh, ein Wasser kann ich mal trinken. Ich habe meine Lebensenergie wieder auffüllt. So. Steht hier irgendwer? Nee. Nun gut. Dann soll es das erstmal wieder gewesen sein für die Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann machen wir hier an der Stelle weiter beim nächsten Mal und schauen mal, wie wir denn den Dämonenjägern jetzt helfen können und ob wir hier nicht irgendwie ein Kristallportal finden, was wir zerstören können. Und natürlich können wir uns auch demnächst mal um den Schattenlord kümmern, der im Westen von Kalador sein Unwesen treibt. Also, vielen Dank und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.